Es ist ein Unterschied, ob ich Topmanager eines Konzerns bin und dann zum Beispiel meinen Rücktritt vergolden lasse, mir den Hintern vergolden lasse. Es gibt ganz klare Verträge im Management und man sagt dann, okay, sie möchte jetzt ihre 15.000 Euro monatlich an Rente haben. 15.000 Euro Rente monatlich. Pension. Den Arbeitnehmer möchte ich mal sehen, der das hat. Und sie argumentiert aber nicht aus einer Position eines kaufmännischen Unternehmens, sondern einer treuhänderisch verwaltenden Unternehmungen, die mit Zwangsgebühren arbeiten. Das ist ein Unterschied. Die sind nicht auf Profit ausgelegt, zumindest heißt es ja immer so, sondern sie sind ausgelegt, öffentlich-rechtlich die Interessen einer objektiven Berichterstattung nachzugehen. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztalk TV.